Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich habe heute an meiner Seite die Ilka Pohlmann vom Blog Endlich Zuckerfrei. Schön, dass du hier bist, Ilka. Ich freue mich sehr. Und Hallo. Wir haben heute ein sehr polarisierendes Thema für euch. Zucker ist eine Droge, die süchtig macht. Davon bist du ganz fest überzeugt, Ilka. Und ich würde dich gleich mal bitten, das mal für unsere Zuschauer zu erklären, wie du das meinst. Ja, ich sag das häufig. Erstmal hallo, danke für die Einladung. Ja. Ich sag das gar nicht so krass. Ich versuche das immer ein bisschen abzuschwächen, aber letztendlich sehe ich schon die Menge an Zucker, die wir essen, ist, die uns süchtig macht und dass Zucker in einer Überdosis ungesund ist und wir essen den in einer Überdosis. Also wir essen eigentlich die vierfache Menge von dem, was wir pro Tag verarbeiten können im Körper und das essen wir die meiste Zeit unbewusst. Also keiner ist sich so richtig im Klaren, dass man so viel Zucker isst, weil es in herzhaften Produkten steckt, meistens gar nicht so viel im Naschzeug und dann ist es halt wirklich, ja, dann macht es süchtig, weil es einfach zu viel ist. Und wann hast du gemerkt, Moment mal, der Zucker, der triggert mich hier total und ich habe so das Gefühl, ich bin abhängig von Zucker. Wann hast du das gemerkt und was hast du dann dagegen getan? Das war ziemlich spät eigentlich. Ich habe irgendwann, also ich war viel krank und bin ich auf den Trichter gekommen, es hängt mit dem Zucker zusammen, also durch einen Tipp. Und dann habe ich es reduziert und habe sofort gemerkt, dass meine Haut besser geworden ist und ich ein bisschen gesünder geworden bin und habe dann entschieden, okay, dann will ich jetzt gar keinen Zucker mehr essen. Und da hat es dann angefangen, schwierig zu werden. Da habe ich gemerkt, dass es nicht geht. Das habe ich mir jeden Morgen vorgenommen und nachmittags bin ich gescheitert. Und da ist mir irgendwann klar geworden, dass da was anderes hinterstecken muss, als nur der freie Wille oder meine Schwäche. Oder ja, und dann, das war halt nicht ein Moment, wo es irgendwie durchgesickert ist, sondern das, also wo es mir klar geworden ist, sondern es ist so ganz langsam durchgesickert. Und wir können ja auch nochmal für die Zuschauer erklären, was für einen Zucker meinst du? Meinst du eigentlich das Zucker im Obst oder welchen Zucker meinst du genau? Also der süchtig macht. Ja, ich meine vor allen Dingen den zugefügten Zucker, also unseren Haushaltszucker, die Saccharose, die in allen möglichen Formen auftaucht, mit ganz vielen verschiedenen Bezeichnungen und Namen, ist sie in fast allen Lebensmitteln zugefügt, ist die Saccharose zugefügt worden und den meine ich. Also nicht den Zucker, der natürlich im Gemüse und im Obst vorkommt, sondern das sondern der zugefügte und der Zucker, der entsteht, wenn ein Produkt mehrfach verarbeitet wird. Dann verändern sich manchmal so die Zusammensetzungen, dass der Zucker, der ursprünglich in dem Lebensmittel vorkam, wie zugefügter Zucker wirkt. Wie zum Beispiel bei eingekochtem Obst oder so. Okay. Kannst du mal ganz kurz erklären, was passiert, wenn wir Saccharose, also Haushaltszucker, essen? Was passiert dann? Was macht der Körper mit dem Zucker? Also Saccharose ist eine Verbindung aus Glucose und Fructose und unser Körper spaltet es auf und die Glucose geht ins Blut und hebt den Blutzuckerspiegel an. Dann kommt es mit dem Insulin, was die meisten Leute ja kennen, dass das Insulin die Zellen aufschließt und dann wird die Glucose in die Zellen gebracht und dann geht der Blutzuckerspiegel wieder runter. Und wenn das viel ist, also viel Glucose, dann wird viel Insulin ausgeschüttet und dann unterzuckert man, weil zu viel Glucose aus dem Blut in die Zellen gebracht wird und dann hat man halt schnell wieder Hunger. Und dieses ständige Hoch und Runter ist sehr ungesund für den Körper. Und der andere Teil der Saccharose, also die Fructose, die geht direkt zur Leber und wird da verstoffwechselt. Und die Leber kann nicht viel davon verarbeiten. Und die wandelt dann diese Fructose in Fett um und macht sich selber erstmal fett, also macht eine Fettleber aus sich. Und das, was überschüssig ist, was sie nicht lagern kann, das schickt sie ins Blut und dann sind die Blutfettwerte erhöht. Und diese Fette sorgen dafür, dass unsere Organe verfetten. Also das heißt Viszeralfett. Und wenn die Leber fett ist und die Organe fett sind, dann sind wir anfällig für alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alles das, was mit diesen industriellen Krankheiten zu tun hat. Also das geht von Herzinfarkt über Schlaganfall zu Diabetes. Also all diese modernen Krankheiten hängen damit zusammen, mit der Fettleber. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Obst esse, ist ja der große Unterschied. Genau, ich erkläre das mal beim Obst, genau. Ja,
Ja, soll ich erklären? Ja, gerne. Ja, genau. Also beim Obst ist der Unterschied, dass der Zucker, da ist halt auch Fructose und Glucose drin, viel Fructose, aber das ist verpackt. Also das kommt quasi im Paket. Und der Körper muss das erstmal anfangen, sich den Zucker da rauszuholen. Und dann gibt er den halt an den Körper weiter und dann passiert das, was ich vorhin auch gesagt habe. Es passiert aber sehr viel langsamer, das ist für den Blutzuckerspiegel gut. Und es passiert so langsam, dass gar nicht alle Fructose rausgelöst wird und die Leber nur wenig zu tun hat damit. Weil einiges von der Fructose geht halt weiter in den Darm, dahin, wo die Bakterien sind, also im Dickdarm. Und dann fressen die Bakterien das auf und dann ist das unabhängig von uns. Also es geht gar nicht erst ins Blut und gar nicht erst in die Leber. Da muss ich Abstriche machen, weil jetzt neuen Obstsorten, die überzüchtet sind, die sehr süß sind. Das hat natürlich schon eine Bedeutung für die Leber. Überhaupt, dass wir so viel Obst und so regelmäßig Obst essen, ist für uns aus unseren Breitengraden gar nicht so üblich. Also wenn man mal unsere Großeltern fragt oder Urgroßeltern, die hatten ein paar Wochen im Jahr Obst und das war's. Und wenn man sich den Saisonkalender anguckt, dann hat man eigentlich hier in den Breitengraden nur von Juni bis Oktober ungefähr Obst, wenn es hochkommt. Und daran sind wir eigentlich gewöhnt, so bitter wie das ist. Weil es wird ja sehr dafür plädiert, dass man jeden Tag Obst und Gemüse essen soll und da werden Obst und Gemüse gleichgesetzt. Und das halte ich manchmal für schwierig, weil ich das Gemüse, gerade das grüne Gemüse, halt für sehr viel effektiver und gesünder für uns halte. Ja, es werden ja jetzt noch Äpfel auch gelagert aus unseren Breiten, aber ja auch mit einem bestimmten Verfahren, was unsere die Generation früher auch nicht so hatten, dieses Verfahren, die Äpfel so lange zu lagern. Aber was ich auch seit 2 Jahren regelmäßig durchführe, ist so April, Mai, so ein paar Wochen im April, Mai obstfrei zu leben. Ja. Einfach, weil mir das irgendwann auch bewusst geworden ist, dass hier in diesen Breiten die Menschen vor Hunderten von Jahren auch einfach kein Obst gegessen haben. Ja. Und das ist auch eine sehr interessante Erfahrung, mal das Obst einzuschränken und dann sich eher auf Gemüse, auf grüne Lebensmittel, Sprossen und die Wildkräuter haben wir jetzt am April, Mai hier in Massen. Ja. Und es ist auch eine sehr interessante Erfahrung, ne? Sich da mal von diesem Zucker loszusagen. Also ich war früher, ich habe so viel Obst gegessen und ich bin so froh, dass ich das nicht mehr mache. Es gibt eine ganz interessante Geschichte. Es gibt eine Völker im Amazonasgebiet, die haben halt die ganze Zeit Obst zur Verfügung, aber die sind spirituell so weit und die merken, dass wenn sie Obst essen, dass ihre Klarheit verloren geht, also ihre spirituelle Klarheit. Und die reduzieren ihren Obstgenuss auf 6 Wochen im Jahr, dann völlereimäßig, und dann hören die wieder auf, Obst zu essen. Was essen die sonst noch? War das irgendwo, hast du das? Ja, die essen dann mehr Grünes, also mehr so Gemüse und so. Ne? Aber die versuchen halt den Zucker so gering wie möglich zu halten, das auf eine bestimmte Zeit zu konzentrieren, weil die merken, dass das eine Auswirkung aufs Leben hat. Und ich merke das auch ganz deutlich. Also seitdem ich weniger Obst esse und sehr viel mehr Gemüse, bin ich so viel klarer. Und noch dazu, dadurch, dass ich ja zuckersüchtig war, kann mich Obst halt triggern dazu. Also ich kann einen Apfel und eine Banane essen und danach Bock auf Schokolade bekommen. Und den Zusammenhang, den erleben sehr viele Leute, die zuckersüchtig sind. Okay. Die haben eine große Erleichterung darin, die vermissen das Obst zwar, aber die spüren eine Ruhe, wenn die kein Obst essen. Die spüren eine Ruhe, auch keine Schokolade essen zu müssen. Und ja, es gibt ja den offensichtlichen Zucker, ne, dass man sich so ein bisschen Zucker in Tee macht, in Kaffee oder irgendwo. Ja. Es gibt ja auch früher, als ich Kind war, gab es dann immer so gezuckerte Erdbeeren mit Kaffeesahne oder sowas. Ja. Wurde auch der Zucker so drüber gestreut. Aber kannst du mal ein paar Lebensmittel nennen, wo versteckter Zucker drin ist? Also wo man gar nicht weiß unbedingt, dass da Zucker drin ist? Ja, also das, was mich am meisten schockiert hat, waren saure Gurken. Ah ja. Saure Gurken sind voller Zucker. Also das haben diese Cornichons, diese kleinen, die habe ich sehr gerne gegessen, aber das hat mich total erschrocken, dass da so viel Zucker drin ist. Ja, also ich empfehle allen immer in meinem Supermarkt ein bisschen länger stehen zu bleiben und mal die Etiketten zu lesen und dann ein bisschen zu wissen, wie Zucker heißt, also welche Namen sich, also alles, was mit Ose endet, ist meistens Zucker. Natürlich alle Siruparten sind Zucker, Maltodextrin. Also wenn man da mal, man kann sich auf meiner Seite so eine Liste runterladen, wenn man mit der mal in den Supermarkt geht und die Etiketten oder einfach nur in der Küche mal die ganzen Verpackungen anguckt, wie viel Zucker in Produkten drin ist, wo man nicht weiß. Also Ketchup zum Beispiel, ein Esslöffel Ketchup hat einen Teelöffel Zucker. Oder was ist denn noch krass? Pizza zum Beispiel versteckt sich auch viel Zucker drin.
Ja, es gibt ja mittlerweile im Internet häufiger mal solche Auflistungen, wo also zum Beispiel ist ein Glas Apfelsaft um kein bisschen besser als ein Glas Cola. Ist genauso viel Zucker drin. Also das ist schon erschreckend, wenn man da mal genau guckt. Auch ein Brot habe ich, glaube ich, mal gelesen. Brot wird eigentlich auch immer Zucker zugefügt, genau. Brot ist noch ein größerer Salzlieferant eigentlich so an Industriesalz, ne? Aber es ist immer in fast allen Brotsorten ist Zucker drin, ja. Und Zucker ist auch in einem Genussmittel drin. Da hatten wir heute jetzt schon gesprochen drüber. In Zigaretten habe ich tatsächlich gelesen, dass da auch Zucker enthalten ist. Ich glaube, die Industrie ist sich ziemlich bewusst, dass man, wenn man was mit Zucker isst, dass man mehr davon isst und dass man schneller wieder einkauft und das wird halt genutzt. Und was mir ja auffällt, was mir auch oft aufgefallen ist in den letzten Jahren oder auch früher schon, es gibt ja so diese bestimmten Produkte, wo immer Kinder draufsteht. So bestimmte Nahrungsmittel, ja, genau, wo Kinder draufstehen. Fruchtzwerge, Kinderschokolade, ja, genau. Kinderschnitte, oh, da gibt es ja Kinderpinguis. Ich habe sowas meinen Jungs noch nie gekauft. Mhm. Aber das suggeriert immer, ja, das ist besonders gut für Kinder. Bei Milchschnitte bewirbt man ja auch die Milch, den Milchgehalt, ne, dass da Milch enthalten ist. Aber die enthalten unglaublich viel Zucker. Ja, genau. Mehr als die Erwachsenen. Mehr als die Erwachsenen. Auch spezielle Cornflakes für Kinder. Ne? Also das sind nicht nur so die typischen Cornflakes, die ich vielleicht noch von früher kenne. Dann sind die ja noch, also die haben ja dann immer noch so eine Zuckerkruste oder sind da so bestäubt. Also es ist unglaublich, wie man versucht, schon die Kinder so ganz früh von so zuckerabhängig zu machen. Ne? Weil wenn die Kinder natürlich begeistert sind von der Kinderschnitt, von dieser Milchschnitte oder von Milchschnittis oder mit Kinderschokolade, was auch immer, dann werden sie natürlich die Eltern auch dazu bringen, dass sie das immer wieder kaufen. Ne? Das ist eigentlich eine gute Marketingstrategie. Marketingstrategie einfach. Ne? Die Kinder mit diesem Süß, mit dieser Übersüße. Und ich habe auch mal, da gibt es in Bioläden die Schrot und Korn, das ist so eine Zeitschrift. Mhm. Und da habe ich vor Jahren mal gelesen, dass die Schokoladen in den 80er Jahren gar nicht so süß waren. Ja, das stimmt. Hat man aus welchen Gründen auch immer beschlossen, da mehr Zucker hinzuzufügen und die Biobranche ist nachgezogen. Also auch die Schokoladen im Bioladen sind süß. Ne? So ähnlich süß wie die im konventionellen Handel, um da einfach auch mit in Wettbewerb gehen zu können. Ja, ich habe heute noch einen Vergleich gesehen, dass wir von Getränken weltweit, und da sind wir in Deutschland, naja, Spitzenreiter will ich nicht sagen, aber wir haben teilweise die drei- oder vierfache Menge an Zucker in den Softdrinks drin. Also die Industrie hat, Zucker ist ein super billiger Rohstoff, der wird ja subventioniert. Also wir zahlen quasi einmal Steuern, damit der Zucker so billig ist. Und dann zahlen wir Krankenkassengebühren, weil wir alle krank werden. Also das ist halt auch das Verrückte an der ganzen Geschichte. Ne? Also Zucker ist deswegen sehr billig und wird halt als Füllstoff überall benutzt. Und wenn man Schokolade süßer macht, dann braucht man weniger Kakao. Und Kakao ist ein relativ teurer Rohstoff. Mhm. Ne? Und es schmeckt halt irgendwie. Also es schmeckt süß. Und es schmeckt süß. Und der Geschmackssinn ändert sich halt. Ne? Der gewöhnt sich daran, dass es so extrem süß ist. Für mich ist es so schlimm, dass es mir brennt im Gaumen, wenn ich jetzt... Ich habe vor kurzem... Ja, wir hatten ein Glas Nutella hier. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal wieder. Und das hat... ich habe es ausgespuckt, ehrlich gesagt. Das war der erste Moment, war ganz gut. Und dann hat es wie, also es war so unangenehm im Moment, dass ich es ausgespuckt habe. Und dann hat mir auch jemand erzählt, das hat mich wieder daran erinnert, die haben ja vor kurzem ihr Rezept verändert. Also da haben die auch weniger Kakao und mehr Zucker und ich glaube etwas mehr Fett jetzt drin. Und also für mich hat sich, dass meine Geschmacksnerven sind da so gar nicht dran gewöhnt. Also die sind daran gewöhnt, eine süße Banane mal zu essen. Mhm. Und da ist dann, wenn es so krass zuckerhaltig ist, ist das zu heftig. Aber wenn ich das jetzt 4-5 Tage lang hintereinander esse, dann schmeckt mir das wieder. Ja. Mhm. Der Körper gewöhnt sich schnell wieder dran. Die Geschmacksnerven sind super schnell dabei. Aber man kann sie auch super schnell wieder zurückfahren. Also wenn man 4 Tage lang gar nichts Süßes isst, dann hat man danach eine Geschmacksexplosion im Mund, wenn man dann in eine Erdbeere beißt. Ohne Zucker. Es ist ja auch so, dieser isolierte Zucker oder der Zucker, der bei uns in den meisten Speisen zugefügt wird, gerade im konventionellen Bereich, ist ja der Rübenzucker, der aus der Zuckerrübe hergestellt wird. Und ich habe mich schon ganz früh mit gesunder Ernährung beschäftigt, bin Vegetarierin geworden, habe dann irgendwann auch nach den E-Stoffen geschaut und irgendwelchen Zusatzstoffen und irgendwann auch nach dem Zucker. Also irgendwann, wenn man sich irgendwann mit Zucker beschäftigt oder mit Ernährung, Gesundheit, da kommt man an dem Zucker gar nicht vorbei. Also man muss sich irgendwann damit beschäftigen.
Dann habe ich dann mich ein bisschen mit Zucker beschäftigt und dann habe ich immer wieder gelesen, das war damals in Mitte, Ende der 90er, dass Rohrzucker so ein toller Zucker ist. Rohrzucker ist der gesündere Zucker. Und dann habe ich natürlich dann nur noch Produkte mit Rohrzucker gekauft, habe mir auch bei uns im Kaufland damals Rohrzucker gekauft, habe damit eben Kuchen gebacken, habe das mit mir in irgendwas gerührt, wo ich einfach Zucker brauchte. Und auch wenn man so in Bioläden einkauft, alles was süß ist, Schokoladen, Kuchen, Kekse, es ist oft mit Rohrzucker. Steht immer Rohrzucker oder Rohrzucker. Kannst du das mal auflösen? Ist das wirklich so? Also es ist das Gleiche. Es ist biochemisch gesehen genau die gleiche Verbindung von Fructose und Glucose. Es ist halt aus einem anderen Produkt, aber man kann diesen Zucker aus Mais herstellen, man kann den Zucker aus Zuckerrohr herstellen oder man kann ihn aus der Zuckerrübe herstellen. Das ist alles das Gleiche. Also da werden halt diese Moleküle rausgelöst und die verbinden sich zu Saccharose. Und bei dem Rohrzucker, die sind halt nicht so raffiniert, also nicht so super sauber gemacht worden. Da sind halt noch so ein paar mehr andere Stoffe drin, aber das sind jetzt nicht unbedingt nur Nährstoffe, die uns helfen, sondern vielleicht so ein bisschen Schmutz einfach nur. Ne? Also das kann den Zucker auch nicht so weit aufwerten. Ich selbst bin auch skeptisch bei Kokosblütenzucker. Der wird ja auch gesagt, dass der so viele Nährstoffe hat. Im Verhältnis hat er einfach auch 95% Saccharose. Also das ist auch hauptsächlich Saccharose und ein bisschen freie Glucose, freie Fructose und ein paar mehr Nährstoffe. Es wird ihm ja nachgesagt, dass der Blutzuckerspiegel durch den Zucker nicht so stark steigen soll. Ich selbst hatte auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ein Stück Kuchen mit Kokosblütensirup esse, Kokosblütenzucker esse, dass ich schneller satt bin und nicht so viel esse und ich nicht so stark die Folgeerscheinung habe, aber biochemisch gesehen ist es fast genau das Gleiche. Das ist halt, deswegen bin ich mit dem Zucker noch nicht ganz im Reinen. Okay. So, aber im Großen und Ganzen sind fast alle Zucker, die so im Angebot sind, das Gleiche. Ich war vor vielen Jahren in Tansania, 2002, 2003, und da hatte ich mal was Interessantes beobachtet. Da wird oft Zuckerrohrsaft gepresst und wird so angeboten. Und da konnte man aber an dem gleichen Stand, konnte man auch so Klumpen kaufen. Das war einfach getrockneter Zuckerrohrsaft. Ja. Das war auch sehr interessant. Ne? Also das war die Süße, die die Menschen da unten verwenden. Einfach nur getrockneter Zuckerrohrsaft. Und es gibt ja auch, ich habe das dann auch später im Eine-Welt-Laden gefunden oder auch im Bioläden gibt es diesen Mascabado-Vollrohrzucker. Das ist einfach Vollrohrzucker, der ist auch so ganz krümelig und der schmeckt auch ein bisschen karamellig. Und da sollen ja noch wenigstens ein bisschen Mineralstoffe enthalten sein. Bisschen mehr, genau. Bisschen aber mehr. Letztendlich ist auch der Zucker ist aus den Ballaststoffen rausgelöst worden und in den Ballaststoffen bleiben halt auch viele Nährstoffe hängen. Und viele Mineralstoffe, die bleiben halt einfach in einem Trester hängen. Und dann ist halt der Zucker isoliert. Klar ist da bei dem Zucker ein bisschen mehr dabei und wenn man die Wahl hat, ist es wahrscheinlich besser, den anderen zu nehmen, aber er ist immer noch nicht gesund dadurch. Ne? Also es ist immer noch eine Überforderung für unseren Organismus, weil unser Organismus kennt das nicht. Also der kennt halt aus der Natur her nicht flüssigen Zucker. Der kennt allerhöchstens Honig. Und welchen Zucker würdest du jetzt oder empfehlen oder welchen Zucker nutzt du selber, wo du sagst, als Alternative in kleinen Mengen? Was würdest du an Süßungsmitteln empfehlen? Genau, meine große Empfehlung ist, nicht täglich Süßes zu essen und den Süßgeschmack so runterzufahren, dass man halt einfach mit normalen Lebensmitteln auskommt. Also, dass dann halt eine Süßkartoffel süß ist und eine rote Beete süß ist. Also diesen natürlichen Geschmack wieder zu bekommen, dass man gar nicht mehr so danach giert, jetzt was extra Süßes noch haben zu müssen. Und dann halt selten an Feiertagen, also wenn man was wirklich zelebrieren möchte oder wenn man wirklich mal sich was Süßes essen möchte als Ausnahme, dann ist es mir persönlich fast egal, was man dann isst, weil dann der Körper so viel Zeit hat, danach zu regenerieren, dass der dann auch mit einer normalen Zuckerbombe klarkommt. Man muss ihm aber die Möglichkeit geben, danach ein paar Tage lang keinen Zucker zu essen, damit er das verwerten kann und wieder ausschalten kann. Ne? Der Nährstoffmangel, der durch den Zucker erzeugt wird, halt wieder ausgeglichen wird mit gesunden Essen. Dann ist es egal. Man kann das dann aber noch ein bisschen optimieren und zu Zuckern greifen, die noch ein bisschen besser sind. Also Reissirup zum Beispiel, da sind ein paar Mehrfachzucker drin, die langsamer verstoffwechselt werden und da ist keine Fructose drin. Also
da kümmert sich der Zucker eigentlich nur um den Blutzuckerspiegel, um diese Achterbahn. Also der Reissirup ist deswegen ein bisschen besser. Der ist auch nicht so süß. Damit versaut man sich den Geschmack auch nicht so, weil er einfach nicht so reinhaut. Da bleibt man halt dabei. Es muss nicht so süß sein. Und ich finde Stevia gut. Also reine Stevia, nicht das aus dem Supermarkt, wo Maltodextrin mit drin ist, sondern ein reines Stevia. Dann gibt es ein Stevia-Erythrit gemischt mit diesem Zuckeralkohol-Erythrit. Das finde ich auch ganz gut, weil Erythrit ganz andere Bereiche des Körpers belastet als der normale Zucker. Und Xylit dann auch wieder. Also die haben eher Einfluss auf die Darmflora und lassen aber den Blutzuckerspiegel und die Leber in Ruhe. Deswegen finde ich es ganz cool, das ab und zu wechseln. Immer mal einen anderen. Und immer mal einen anderen Bereich des Körpers zu belasten damit. Und zwischendurch halt immer viel Zeit lassen, wo der Körper regeneriert, weil der kann viel ab, aber der braucht halt die Möglichkeit von uns, dass wir ihm die Zeit geben, dass er regenerieren kann. Und wenn wir dreimal am Tag Zucker essen oder fünfmal, dann hat er keine Chance. Okay. Ilka, wir waren ja vor ein paar Wochen zusammen bei einem Webinar vom Vegan Familienkongress und da hast du was Hochspannendes erzählt, das wusste ich so noch gar nicht. Da wurde mir dann so einiges klar. Und zwar geht es dabei um die pflanzlichen Milchsorten, die man so im Supermarkt bzw. auch im Bioladen kaufen kann und ihren Zuckergehalt. Kannst du dazu mal was sagen? Genau. Ja, das ist die große Enttäuschung meines Lebens. Also ich habe natürlich auch gerne diese Getreidemilche getrunken, weil ich keine Milch vertrage und auch gerne gar nicht Milchprodukte essen möchte. Und habe mir selber Milch sonst hergestellt, Hafermilch oder Mandelmilch. Und das ist natürlich Arbeit. Und die Hafermilch, die schmeckt schon auch ein bisschen mehlig, so wenn man die selber macht. Das ist jetzt nicht so die große Freude. Und ich habe da, dadurch, dass ich ja ehemalig zuckersüchtig war, mir auch da keine Datteln reingerührt, also war ich nicht so 100% zufrieden mit dem Geschmack, weil Milch ja doch durch die Laktose leicht süß ist. Und dann habe ich mir irgendwann mal fertige Hafermilch gekauft, weiß ich noch, von Rossmann. Da war nur drin Wasser, Hafer, etwas Sonnenblumenöl und Meersalz. Und dann dachte ich, ist ja relativ rein, mache ich mal. Und die hat süß geschmeckt und damit war ich total glücklich. Und eine Stimme in mir hat immer gesagt, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, aber es ist doch nur das drin. Was soll denn da passieren? Da ist ja kein Zucker drin. Die schmeckt halt andere Verarbeitung, schmeckt süß. Und ich habe sie weiter getrunken und getrunken und habe dann auch mir so, Chia-Puddings morgen gemacht und abends mir schon mal einen Kakao damit, weil schmeckt super ohne Zucker. Und dann plötzlich sind mir zwei Hosen kaputt gegangen. Oh. Weil ich zugenommen habe. Und gleichzeitig habe ich im Büro gesessen und das Gefühl gehabt nachmittags, ich hatte nicht mehr die Ruhe. Ich habe wieder mehr darüber nachgedacht, zum Bäcker zu gehen und eine Ausnahme zu machen, um mir ein Stück Kuchen zu kaufen oder eine Tafel Schokolade. Also ich war so unruhig. Und dann habe ich irgendwann mich mal hingesetzt und habe gesagt, es muss jetzt mal nachgeguckt werden, was das mit dieser Milch auf sich hat. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass die Milch wird so gemacht, wie ich die zu Hause mache. Also da wird halt Hafer mit Wasser oder Dinkel mit Wasser oder Hirse mit Wasser vermixt. Und dann werden Enzyme in diese Flüssigkeit gegeben, die Stärken aufspalten. Und dann werden halt ganz viele Verbindungen aus Glukose in einzelne freie Fructose-Moleküle aufgespalten. Und dann ist es so, als würden in einem Glas, also in so einem Glas Hafermilch, 3 Teelöffel Zucker sein. Also für den Körper ist das so. Als ob man gezuckerte Hafermilch trinken würde. Also der Zucker ist frei und wird halt so verstoffwechselt wie der Zucker aus der Saccharose, die Glucose. Und ja, das hat halt den Blutzuckerspiegel hoch und runter gejagt, hat mir mehr Appetit gemacht, hat dafür gesorgt, dass ich zugenommen habe und mein Zuckermonster geweckt wurde. Und ich halt quasi wieder so ein bisschen den Jeeper gespürt habe. Und das steht halt nicht auf der Verpackung. Da steht halt, mittlerweile steht jetzt drauf, durch Fermentation ist so eine natürliche Süße entstanden. Und das ist das. Also das ist nicht die gleiche Fermentation wie Milchsäurefermentation bei sauren Gurken oder bei Kombucha. Es geht darum, dass es eine Fermentation ist, die Mehrfachzucker in Einfachzucker aufspaltet. Und das macht dann der Körper nicht mehr. Und somit geht der Zucker so schnell ins Blut, dass es wie ein paar Löffel Zucker in der Milch drin sind. Und in so einem Liter sind, ich glaube, 12 Teelöffel, wie 12 Teelöffel Zucker drin. Also es ist irgendwie auch eigentlich ein künstliches Produkt, ne?
Also wenn sie das einfach nur so herstellen würden wie du zu Hause, die Hafermilch, würde es auch ähnlich schmecken. Ne? Ja, und es würde kaum jemand kaufen. Würde kaum jemand kaufen. Und es ist natürlich nochmal anders, wenn ich Hafer so esse oder Reis so esse, dann wird der Zucker, der da drin ist, ja anders freigesetzt. Und, ganz genau. Und der Nachteil bei dieser pflanzlichen Milch, gerade aus Getreidesorten, ist ja auch wegen der Kohlenhydratverdauung. Ne? Die beginnt ja eigentlich schon im Mund und das kippt man ja eigentlich meistens auch hinter. Das ist ja auch dann nochmal so ein Nachteil von diesen pflanzlichen Milchsorten. Ja. Und ich habe das auch vor Jahren, ich habe an einem Bioladen gearbeitet, dann habe ich immer mal Hafermilch, Dinkelmilch, Reismilch für meine Jungs mit nach Hause gebracht und ich habe schon gemerkt, dass mein Jüngster recht süchtig danach war, immer regelmäßig zum Kühlschrank gegangen ist und ganz schnell waren diese zwei, drei Packungen pro Woche gehabt und die waren auch ganz schnell alle, ja. Und dann ist mir das schon aufgefallen, das schmeckt süßlich. Und dann, als du das in diesem Webinar erzählt hast, dachte ich mir so, ah, alles klar. Und ich habe dann aber vor 2-3 Jahren die Notbremse gezogen und habe gesagt, kaufen wir jetzt nur noch selten meine Hafermilch. Und wir machen jetzt, was du ja auch in dem Webinar empfohlen hast, lieber Milch aus Samen, Nüssen und Kernen. Also eine Mandelmilch oder eine Kokosmilch. Genau. Wenn man fertig kaufen will, dann ist auch eine ungezuckerte Mandelmilch immer eine gute Alternative. Wer Soja verträgt, ungezuckerte Soja, da kann diese Fermentation nicht, also da wird die nicht vorgenommen. Das geht auch nicht, weil da einfach keine Stärke drin ist. Da sind ja eher Fette und Proteine dann aus den Nüssen. Also da wird diese Stärke-Fermentation nicht gemacht. Und das sind eigentlich ganz gute Alternativen. Ja, also ich mixe auch meistens entweder aus Mandelpüree eine schnelle Mandelmilch oder wir weichen Mandeln ein oder auch, aus Hanf kann man auch ganz tolle Milch mixen. Also es gibt Möglichkeiten. Ne, wie man dann, und dann kann man ja eigene Süßungsmittel zufügen oder einfach nur mit Banane süßen einfach. Genau, und man ist dann halt sich bewusst darüber, was es, dass man da was Süßes isst. Weil die meisten nehmen ja diese Milch und trinken die wie normale Milch. Und sind sich überhaupt nicht bewusst darüber, was für eine Zucker sie gerade trinken und wundern sich dann, dass sie dann das zweite Frühstück, dass das sehr dringend wird, wenn man dann wieder Hunger hat. Ne? Ja. Weil man ja quasi unterzuckert ist. Und dieses Unbewusste ist halt, das ist eins der großen Probleme, dass wir unbewusst so viel Zucker essen und uns gar nicht im Klaren sind, dass das nicht unser freier Wille ist, der dann im Moment wieder Nachschub fordert, sondern das ganze System fordert es. Weil es halt zum Beispiel unterzuckert ist. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der wirklich jetzt merkt, vielleicht auch nach dem Interview, ich bin zuckersüchtig und der jetzt auch in dem Moment merkt, oh, ich habe jetzt total Lust auf was Süßes zu essen. Was würdest du demjenigen empfehlen, wie er das übergehen kann oder was er als statt Schokolade essen kann? Also erstmal auf meinen Blog kommen und sich ein bisschen informieren, weil ich finde, Aufklärung ist das Wichtigste. Ja. Also erstmal klar werden, warum das so ist. Dann, wenn es so ist, ist es sehr schwierig in dem Moment. Also es gibt natürlich ein paar kleine Notfallhilfen, aber die helfen meistens nicht dauerhaft. Also es ist, ich kann jetzt sagen, gut, es ist super, was Fettiges zu essen, einen Löffel Kokosmus, es ist gut, Wildkräuter zu essen oder überhaupt Bitterstoffe zu bekommen. Also das hilft kurzfristig, aber der Brandherd ist halt nicht entfernt. Also das Problem der Zuckersucht bleibt noch. Und das kann man eigentlich meines Erachtens am allerbesten angehen, indem man eine Weile komplett auf Zucker verzichtet, also einen Entzug macht. Und weil du hast ja der Geschmackssinn wieder verändert. Ja. Und der Körper sich reinigt quasi davon und nicht wieder fordert. Ja, also man muss dann schon die Ernährung längerfristig umstellen, anpassen. Und du hast ja ein ganz tolles Programm entwickelt. Kannst du mal dazu was erzählen? Ja, das heißt endlich zuckerfrei und das ist, da gehen wir in der Gruppe einen gemeinsamen Entzug an. Und ich erkläre den Leuten, was man anstelle von Zucker isst, weil nur Zucker weglassen, wahrscheinlich viele Leute, die das schon mal versucht haben, die werden mir zustimmen, die sagen, man kriegt einen Rückfall nach 4-5 Tagen, wenn man nicht weiß, was man anstelle von dem Zucker, also was man muss dem Körper eigentlich eine Menge Nährstoffe bieten, damit er von körperlicher Seite gar nicht diesen Mangel mit Zuckerhunger anzeigt. Und wenn man den halt quasi von einer Seite puffert mit ganz vielen Nährstoffen und von der anderen Seite halt einen Entzug einführt und keinen Zucker mehr isst, dann kommt man nach einiger Zeit dahin, dass man keinen Zuckerhunger mehr hat. Aber wenn man nur Zucker weglässt und dann einfach meinetwegen morgens Müsli ohne Zucker isst, obwohl man sonst mit Müsli mit Zucker gewöhnt ist, dann ist es extrem frustrierend,
Und dann kippt man halt relativ schnell wieder um. Also man muss halt insgesamt was ändern. Und dieses ganze Paket, das bringe ich den Leuten dabei. Und die Gruppe unterstützt sich unfassbar gut dabei, weil alle hängen mal zu einem verschiedenen Zeitpunkt durch. Und Zuckerentzug ist keine einfache Sache, die man mal eben so macht. Also die kann man zwar eben so neben der Arbeit machen, aber man hat halt schon einige Stimmungsschwankungen. Und da ist ganz gut, wenn man ein paar Gleichgesinnte hat. Weil viele Leute machen das und die sind in einem Umfeld, wo die meisten Leute das für Spinnerei ansehen. Also die müssen gleichzeitig mit dem Zuckerentzug klarkommen und sich gleichzeitig noch verteidigen. Und das ist sehr schwierig, wenn man nicht eine Gruppe Gleichgesinnte hat, an die man sich dann wenigstens richten kann. Und das geht virtuell auch gut. Ja, also das ist ja alles online, was ich mache, und da treffen sich halt weltweit die Leute in diesem, meistens europaweit oder deutschsprachiger Bereich, die treffen sich dann halt online in dieser Facebook-Gruppe, oder wir haben auch so Live-Schaltungen und können dann miteinander reden, und das hilft extrem, zu merken, dass man nicht alleine ist mit dem Problem, dass die meisten genau das Gleiche fühlen. Und du hast mir erzählt, dieses Programm läuft so 5 bis 6 Mal im Jahr, und es läuft auch gerade wieder im Programm Endlich Zuckerfrei. Wann startest du den nächsten Kurs Endlich Zuckerfrei ungefähr? Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich werde den Sommer, glaube ich, ein bisschen Pause machen, weil ich betreue super intensiv. Also ich bin die ganze Zeit da, weil ich weiß, dass das so wichtig ist, da so eine Verbindung aufzubauen, um aus einer Sucht rauszukommen. Also es bedarf dieses Spiegeln und dieses: Ah, ich weiß, das ist heftig gerade, aber ich bin da. Und da mache ich jetzt ein bisschen Pause, und wahrscheinlich im Herbst wird es dann zum nächsten Programm gehen. Aber es gibt auf meinem Blog so viel Infos. Es gibt ein Gratis-Programm, was man belegen kann. Also diese ganz intensive Betreuung, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis die nächste Runde anläuft. Aber es gibt genug andere Hilfe auf meinem Blog. Erstmal. Ja, also deine Webseite werde ich auf alle Fälle unten in der Infobox verlinken. Ja, schaut da unbedingt rein, sehr interessante Artikel. Auch jetzt geht auch nicht nur direkt um Zucker, sondern auch um so mentale Stärke. Ne? Du hast auch so ein bisschen Bewusstseinsthemen mit dabei, oder wenn man so ringen muss, ne? mit dem Zuckermonster. Du hast ja da auch so einen schönen Begriff entwickelt, Zuckermonster, der das ruft, dass dich wieder dazu bringen will, eben Zucker zu essen. Genau. Ja. Und es sind immer sehr schöne Blogartikel, die du da geschrieben hast. Danke. Also wer merkt, das ist jetzt das Thema, das steht gerade an, dann unbedingt bei Endlich Zuckerfrei einfach mal nachschauen. Du hast, wie schon erwähnt, auch ein kleines kostenloses Programm. Und du hattest ja auch schon jetzt im Gespräch die Liste erwähnt, die man sich runterladen kann. Ja. Hinter welchen Wörtern Zucker steckt eigentlich, ne? Genau. Es gibt so eine Zuckerliste, die ihr euch runterladen könnt. Dann habe ich ein kleines Kochbuch mit alternativen Süßspeisen, die man sich halt mit anderen Zuckersorten machen kann. Das gibt schon ganz lange. Also es gibt einige Infos bei mir. So. Und ich kriege auch viele Mails. Also viele Leute schreiben mir. Und die Kommentare beantworte ich. Also ich bin da sehr aktiv. Weil ich habe damals gerne die Hilfe hätte ich haben wollen und habe sie nicht gefunden. Und irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich die Hilfe bin. Das war eine sehr gute Entscheidung. Genau, ja. Ist auch ein sehr wichtiges Thema, und es ist wirklich wundervoll, dass du dann im Internet einfach da so eine Online-Präsenz hast, wo man dich finden kann. Weil manche, die wissen vor Ort nicht, wie komme ich jetzt aus meiner Zuckersucht, sind alleine. Und dann in so einer Gemeinschaft, ne, mit so einer Intensivbetreuung, ist das wunderbar. Ja. Ich finde, es ist eins der Dinge, es sind so viele Dinge im Leben, die sind einfach alleine sehr schwer zu meistern. Und ich habe es alleine versucht, und ich habe 8 Jahre gebraucht, ehrlich gesagt, bis ich es geschafft habe. Und ich kann das einigen Leuten ersparen, so eine lange Suche und so viele Fettnäpfchen. Also eins meiner letzten Fettnäpfchen war halt das mit der Hafermilch. Und es geht halt einfacher, wenn man sich Hilfe holt. Gerade in solchen Sachen. Ich meine, einem Alkoholiker würde man auch nicht sagen, er trinkt einfach jeden Tag ein Bier weniger und schleicht das aus und dann wird es schon gut werden. Nein, es sind andere Punkte dahinter. Es ist ja nicht, die Droge ist schuld an der Sucht, sondern man nimmt die Droge, weil man ein anderes Problem hat, was man nicht lösen kann. Und ich helfe halt den Leuten dabei, andere Lösungswege zu finden, um die Droge stehen lassen zu können. Es kann ja auch sein, so als Kind
wenn man Schmerzen hat, hinfällt oder traurig ist, dass man von der Mutter immer ein Bonbon bekommt und ein Stück Schokolade, und so verbindet man das später, auch wenn man sich nicht so gut fühlt, Schmerzen hat, sich schlecht fühlt, dass man dann was Süßes braucht. Da stecken so verschiedene komplexe Mechanismen dahinter, und bei jedem ist das eben ganz verschieden. Ne? Und die laufen so hinterher, die sind so automatisiert, wie dieses automatische Autofahren, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, dass man auch darüber nicht nachdenkt. Man weiß manchmal gar nicht, warum man jetzt Süßigkeiten gegessen hat, weil man das Gefühl nicht mehr wahrgenommen hat, was gerade hochkam. Weil man so automatisiert, also es ist ein Trauergefühl zum Beispiel hochgekommen oder ein Ärger, und man realisiert es gar nicht mehr so sehr, weil man sofort zu den Süßigkeiten greift und das runterdrückt. Und Zucker kann perfekte Arbeit da leisten. Also es funktioniert einfach richtig gut, für einen kurzen Moment Ruhe zu haben. Aber dann kommt halt bei den Zuckersüchtigen ganz schnell der Moment mit den Selbstvorwürfen und dem, boah, wieder nicht geschafft und guck dich mal an. Und man glaubt ja gar nicht, was Leute über sich selber sagen, wenn man da mal zuhören würde. Das würden ja niemanden im Freundeskreis sagen, aber ich glaube, du fette Sau und solche Geschichten sagen sich die Leute schon, ne? Und du hast wieder versagt, und also das ist schon ganz schön fies, was da dann manchmal in den Köpfen abgeht. Ich finde auch mit dem Zucker, es ist ja oft so gesellschaftlich so anerkannt, ach, das ist doch das bisschen, das macht doch nichts aus. Oder auch, ja, wir brauchen doch Zucker. Letztens hat mir mal irgendjemand von einem Kommentar oder einem Video erzählt, dass jemand schrieb, ja, Kinder brauchen Fleisch und raffinierten Zucker. Ich meine, mit dem Fleisch, da kann man sich drüber streiten, ne? So auch aus der Geschichte her, aber mit dem raffinierten Zucker, wo ich dachte, okay. Aber das wird ja auch, das ist ja kein öffentlicher Konsens, dass Zucker eine Droge ist und abhängig macht, dass da wirklich Abhängigkeiten entstehen können. Nicht vielleicht bei jedem. Ja, wenn ich jetzt so aus meiner eigenen Familie, meinen Eltern, meine Mutter hat auch eher einen Drang, Süßigkeiten zu essen, mein Vater eher gar nicht. Ja, aber der hat dann wieder andere Süchte, sage ich jetzt mal so, weil er eben Raucher ist. Raucher haben oft, habe ich auch oft das Gefühl, die essen nicht so viel Süßes. Aber jeder hat da so seine Mechanismen, seine Dinge, die er eben dann benötigt, um gewisse Gefühle zu unterdrücken oder um sich zu beruhigen. Ja. Das hat ja auch einen beruhigenden Effekt. Und also ich finde schon, deine Arbeit auf deinem Blog ist sehr wichtig, um dieses Thema immer mehr so, naja, wirklich in den Mittelpunkt zu rücken oder einfach so in die Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dass Zucker wirklich ein Problem ist, dieser isolierte Zucker. Und da leistest du sehr wertvolle Arbeit. Und dann danke ich dir auch ganz sehr für die vielen wertvollen Informationen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich finde es auch ein sehr wichtiges Thema. Ich beschäftige mich auch schon länger damit und freue mich auch sehr, das jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal einfach mal mit meinen Zuschauern teilen zu können, diese wichtigen Informationen. Ich danke dir ganz sehr. Ich danke dir auch, dass ich jetzt auf deinem YouTube-Kanal sein darf. Sehr gerne. Und an alle Zuschauer, die jetzt dieses Video gesehen haben und Fragen haben, könnt ihr gerne als Kommentar unten unter das Video schreiben. Oder wenn ihr eure eigenen Erfahrungen, wenn ihr auch die Erfahrung gemacht habt, Zucker macht mich süchtig, vielleicht könnt ihr auch gerne eure eigenen Erfahrungen als Kommentar unter dem Video lassen. Oder auch, welche alternativen Zuckersorten verwendet ihr zum Beispiel? Oder verwendet ihr überhaupt Zucker? Also lasst eure Gedanken, Fragen, Erfahrungen einfach unter diesem Video. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch. Ja, ich auch. Okay, dann alles Liebe, alles Gute für die Zuschauer und auch für dich, Ilka. Alles Gute für dich weiterhin mit deiner ganz, ganz tollen Arbeit. Und ja, bis bald. Ja, bis bald. Mach's gut. Ciao. Und? Gut.